Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sports hier auf Lende TV. In dieser Woche mit einer spannenden Sendung und Beiträgen aus Vallberg und auch international. Wir starten ganz weit entfernt und zwar in Südafrika. Dort stand das Absa Cape Epic auf dem Programm. Die Tour de France im Mountainbikesport also. Gefahren wurde in Zweierteams und mittendrin stand nur dabei Daniel Geismeier aus Dornbirn. Großes Finale der 20. Ausgabe des Absa Cape Epic, eines der schwersten Mountainbike-Etappenrennen der Welt, führte die Teilnehmer in diesem Jahr auf 8 Etappen quer durch das wunderschöne Westkap Südafrikas. Das Starterfeld, gespickt mit Weltmeistern und Olympiasiegern, war das Beste, was diese Sportart derzeit zu bieten hat. Innerhalb von 8 Tagen galt es über 605 Kilometer mit mehr als 16.000 Höhenmetern zu bewältigen. Mittendrin Daniel Geismeier aus Dornbirn, der das schwierige Rennen gemeinsam mit seinem italienischen Partner Jacob Dorigoni in Angriff nahm und schlussendlich auf dem 10. Gesamtrang der Teamwertung beendete. Mit einer Länge von 67 Kilometern und 2000 Höhenmeter verlief die letzte Etappe größtenteils im Jonkershöcktal. An der Spitze setzten sich nach 8 Etappen Lokalmatador Matthew Bears und sein US-amerikanischer Kompagnon Howard Grotz gegen das Weltklasse-Starterfeld durch und holten sich damit den Titel. Auf Platz 2 der Schweizer Nino Schurter und Sebastian Fini aus Dänemark, dahinter der Niederländer Hans Becking und Wout Alemann aus Belgien. Schulsport vom Feinsten stand in der vergangenen Woche in Mellau im Brienzer Wald auf dem Programm. Bei den Bundesmeisterschaften wurden die Ski Olympics ermittelt. Im alpinen Skisport ging es an 2 Veranstaltungstagen rund. Es war angerichtet im Skigebiet Mellau im schönen Brienzer Wald. Blauer Himmel und bestens präparierte Pisten sorgten dafür, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der School Olympics Ski Alpin Bundesmeisterschaften feinste Bedingungen vorfanden. Heute geht es darum, die beste Schulmannschaft in 4 Kategorien für ganz Österreich zu küren. Die haben sich alle in ihren Landesmeisterschaften durchgesetzt und sind jetzt hier. Bis aufs Burgenland sind alle Bundesländer vertreten mit jeweils 4 Mannschaften. Es sind also 150 Schülerinnen und Schüler da mit ungefähr 40 Lehrpersonen und noch 10 bis 20 Eltern, die mitgefahren sind. Wird also eine coole und große Sache. Auf der Piste gab es anschließend nur ein Motto: Vollgas. Denn im Gruppenwettbewerb wurden schließlich die 3 besten Ergebnisse von jeweils 5 Starterinnen und Startern zusammengezählt. Gang tut es darum, sie werden erfolgreich sind und sie gern da all, sie sollen da alles gehen, sie riskieren. Weil wenn sie bloß halbherzig fahren und nachher sind sie irgendwo, dann sind sie enttäuscht, dann ist es gescheiter, sie riskieren und ja, wenn ein Fehler passiert, passiert dann. Es ist kein Weltuntergang. Und ja, es soll jetzt lustig sein, es soll eine gute Zeit sein, oder? Ermittelt wurden die neuen Bundessieger an 2 verschiedenen Renntagen. Zunächst stand der Riesentorlauf auf dem Programm, an Tag 2 fand der Skicross statt. Möglich gemacht wurde das alles dank dem großen Einsatz zahlreicher Partner. Ich bin froh, dass wir das durchführen können, auch mit unseren Partnern, die uns zur Verfügung stehen. Der Skiverein Mellau habe ich schon erwähnt, vor allem die Gemeinde Mellau, die sehr dahinter steht. Und natürlich unser langjähriger Partner, die Unica, die uns immer wieder unterstützt. Danke für diese Unterstützung und es wird wirklich eine coole Sache. Die Unterstützung für eine optimale Veranstaltung war also gegeben. Um dann auch wirklich um einen Platz auf dem Stockerl mitfahren zu können, musste alles passen. Sowohl der Einsatz auf der Piste als auch das Material. Die Motivation sowohl bei den Schülern als auch bei den Lehrpersonen war förmlich spürbar. Thank you.
Das Skifahren ist nicht nur ein toller Sport, sondern auch eine große Lebensschule. Deshalb werden die Schüler bei den Bundesmeisterschaften von über 40 Lehrpersonen unterstützt. Oh, Skifahren ist einfach wichtig. Es ist in Österreich, es ist ein Kulturgut sozusagen. Und wir fahren auch noch Skikurs mit dritten und vierten Klassen, also wirklich mit vielen Klassen. Und der Rennsport in Kärnten ist auch uns wichtig. Ich habe zwei rennbegeisterte Kinder. Deswegen liegt das, glaube ich, auf der Hand, dass wir da einfach mit dabei sind. Die School Olympics Ski-Alpin-Bundesmeisterschaften in Mellau im Brienzerwald boten einmal mehr den perfekten Rahmen für die Skistars von morgen. Welche Schule sich schlussendlich durchsetzen konnte, sehen wir auf unserer Siegerliste. Als Handwerker ist immer die Frage, glauben wir das? Ich sprich aus Erfahrung. Home und Juniper Gold setzen wir am 28. März beim Benefizkonzert Music for Life im Spielboden ein Zeichen für das Leben und die Hoffnung. Der Eintritt kommt zur Gänze der 45-jährigen Mary zugute, die trotz der Diagnose metastierender Brustkrebs alles daran setzt, um möglichst lange, möglichst gut zu leben, mit oder ohne Erkrankung. Genieße einen Abend im Zeichen des Lebens mit einer mitreißenden Mischung aus Blues, Amerikaner, Alternative Country und Indie-Rock. Sichere dir jetzt deine Tickets unter www.spielboden.at. You ain't got to be so. Ich bin der Tobias. Ich bin der Christoph. Bist du auf der Suche nach neuer Herausforderung, dann bist du bei uns ganz genau richtig. Wir suchen Verstärkung für unser Rundschleifteam. Komm, wir zeigen dir, was dir bei uns erwarten wird. Unser motiviertes, junges Team bearbeitet Präzisionsbauteile im Tausendstelbereich. Dazu stehen Ihnen modernste CNC-Rundschleifmaschinen sowie CNC-Messmaschinen zur Verfügung, die selbstständig an einem CAM-Arbeitsplatz oder direkt an der Maschine programmiert werden. Abwechslung ist bei uns garantiert. Ob Einzelteile, Serienteile oder komplexeste Bauteilgeometrien, in Teamarbeit haben wir noch jede Aufgabe gemeinsam gelöst. Weißt du, bis du euch gefallen hat, dann haben wir da einen freien Blatt für dich. Dann bewirb dich jetzt bei uns.
Die Freeride World Tour machte kürzlich Halt in Fieberbrunn. Mittendrin Max Hitzig aus St. Gallenkirch. Wie es dem Gesamtführenden bei diesem Wettbewerb ergangen ist, erfahren wir im kommenden Beitrag. Beim 20. Freeride-Event in Fieberbrunn, seit 2011 Teil der Freeride World Tour, präsentierte sich der Wildseeloder unter Sonnenschein und mit anspruchsvollen Schneebedingungen, die zwischen frühlingshaften und härteren Passagen wechselten. Die 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten zwischen zwei Startplätzen auf 2118 und 2080 Meter wählen, bevor sie sich in den felsdurchsetzten 582 Höhenmeter Hang mit einer durchschnittlichen Neigung von bis zu 48 Grad stürzten. Beim ersten von zwei Events der Freeride World Tour Finals durften die Teilnehmer zwei Läufe absolvieren, von denen der bessere in die Wertung einging. Ein einzigartiges Format im Freeride-Bereich. Zur Spannung trug auch bei, dass auf den beiden Events der Freeride World Tour Finals mehr Ranglistenpunkte vergeben werden als in den regulären Tourstops. Bei den alpinen Skifahrern hatten im ersten Lauf gleich fünf Läufer über 90 Punkte erzielt. Aber Ben Richards aus Neuseeland übertraf sie letztlich alle. Mit mehreren 360s und Double Cliff Drops sowie dem schnellsten Lauf des Tages holte der Freeride World Tour Neuling im zweiten Durchgang 97 Punkte und damit den Tagessieg. Der in St. Gallenkirch wohnhafte Deutsche Max Hitzig hatte im ersten Lauf bereits 90,33 Punkte gesammelt und verbesserte sich im zweiten um weitere 5 Zähler. Der Fieberbrunnsieger von 2022 und Gesamtführende begann seine Fahrt mit einem massiven 360 und legte bei seiner schnell und direkt gefahrenen Linie zwei weitere Backflips und mehrere Airs hintereinander. Der zweite Run war besser als der erste, hatte mehr Kontrolle. Der Schnee war noch mal besser und hat echt Spaß gemacht zum Fahren und konnte sogar mein Resultat verbessern. Diese zwei Runs hier in Fieberbrunn ist mega cool. Man kann im zweiten Run sich noch verbessern, aber es ist mega anstrengend. Da zweimal runter zu fahren vom Wildseeloder ist echt sehr tough und gerade so am Limit. Vor dem alles entscheidenden Finale in Verbier führt Max Hitzig im Gesamtranking weiter vor Markus Gogan und Ben Richards. Beim Yeti Extreme Verbier 2024 wurden die neuen Weltmeisterinnen und Weltmeister der Freeride World Tour bei Peak Performance gekrönt. Ja, für Verbier habe ich jetzt noch keinen Plan. Ich glaube, dasselbe machen wie bis jetzt auch immer. Einfach Gas geben, Spaß haben und hoffen, dass es fürs Podium reicht. Die Skifahrer hatten wegen der Lichtbedingungen nach einer Unterbrechung bis 13 Uhr auf ihren Start warten müssen, ließen sich davon aber nicht beeindrucken. Im Duell um den Titel kam es schlussendlich zum Showdown zwischen Markus Gogan aus Kanada und Max Hitzig. Der 19-jährige Gogan beeindruckte die Jury mit einem hohen Leftside 360 und einem gewaltigen doppelten Cliff Drop. Der Gesamtzweite erhielt dafür 96 Punkte und machte mächtig Druck auf den am Gipfel stehenden Max Hitzig. Ja, auf dem Beck der Rost das erste Mal fahren. Jeder Freerider will da mal runterfahren, aber ich war echt sehr, sehr scared. Also ich hatte schon Angst und war extrem nervös. Weil es ist so steil, aber wenn man den mal losfährt, und dann schaltet der Kopf ab und es funktioniert einfach. Hitzig musste nun als letzter Starter mindestens Platz 4 erreichen, um Weltmeister zu werden. Der in Vorarlberg aufgewachsene und mit einem deutschen Pass startende 21-Jährige wählte eine technische Einfahrt in den Hang und zeigte dann einen hohen Cliffdrop im Steilhang. Einen weiteren hohen Sprung am Hollywood Cliff, einen Rightside 360 und einen letzten hohen Cliffdrop. Seine kreative Linie brachte ihm 94,67 Punkte und Platz 2 ein. Die Mission Titelgewinn in der Freeride World Tour war somit vollbracht. Ja, ich kann es selber nicht glauben. Hey, ich bin immer noch, meine Beine zittern, mein ganzer Körper zittert. Kann ich einfach nicht beschreiben, das Gefühl, Wahnsinn. Ich habe die ganze Saison mit ihm gearbeitet. Und dass es jetzt funktioniert hat, ja, kann ich selber noch nicht ganz glauben. Hitzig verbuchte in dieser Saison zwei Siege, zwei zweite sowie einen dritten Platz und wurde damit souverän als erster deutscher Skifahrer in der Freeride World Tour Geschichte Weltmeister.
In der Admiral-Fußball-Bundesliga gab es am vergangenen Wochenende keine Spiele, die Länderspielpause stand auf dem Programm. Gespielt wurde in der Cashpoint-Arena trotzdem, der Cashpoint SC Altach traf im Testspiel auf den FC Wiel. Die Highlights dieser Partie haben wir für Sie kurz zusammengefasst. Um in der Länderspielpause im Spielrhythmus zu bleiben, wurde in der Cashpoint Arena ein Testspiel ausgetragen. Vor eigenem Publikum ging es gegen den Schweizer Zweitligisten FC Wiel und SC Altach-Coach Joachim Standfest rotierte ordentlich durch. Dementsprechend dauerte es ein wenig bis zur ersten Möglichkeit. Dann aber die Gäste aus Wiel im Angriff, Apia schoss aber doch weit am Tor vorbei. Dann erstmals den schwarzagierten Hausherrn Strauß mit der Flanke von rechts, Diawara per Kopf. Der Angreifer verfehlte das Tor aber knapp. Da wäre mehr drin gewesen. Wenig später Altach mit dem Spielaufbau, Zwischenbrucker schlussendlich mit dem Fehlpass, aber Goli Schützenauer zeigte eine Glanztat, es blieb beim 0:0. Die Partie nun offen, jetzt waren wieder die Hausherren am Drücker, Freistoß Balul, Ukanik brachte die Kugel retour, aber Santos verpasste an der langen Ecke knapp. Immer noch keine Treffer in der Cashpoint Arena. Dies sollte sich aber kurz danach ändern, dieses Mal erneut der FC Wiel mit der Balleroberung im Mittelfeld. Dantas auf Meier, der Angreifer mit dem guten Haken, Schützenauer ohne Chance und der FC Wiel lag mit 1:0 in Front. Rein in den zweiten Abschnitt und da waren erneut die Gäste aus Wiel am Drücker, wieder Meier mit viel zu viel Platz im Strafraum und erneut ließ sich der Stürmer nicht zweimal bieten, neuer Spielstand 0:2. Die Partie damit gelaufen, aber Wiel hatte noch nicht genug. Rainer mit dem misslungenen Dribbling, die Gäste auf und davon. Tonati drückte das Leder schlussendlich über die Linie und schon stand es 0:3. Allerdings ließen sich die Hausherren nicht hängen, Altach im Gegenzug. Fadinger mit dem Ball auf Luca Wieser, der Youngster direkt weiter auf Maximovic und der mit der schnellen Drehung ließ sich nicht zweimal bitten, neuer Spielstand 1:3. Dies war gleichzeitig auch der Endstand im Testspiel zwischen dem SC Altach und dem FC Wiel. Das war's schon wieder vom Sport für diese Woche hier auf Ländetv. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und erwarte Sie dann auch nächste Woche wieder vor den Bildschirmen. Bis dann.